So. Gehen wir mal hier runter. Denn hier gibt es noch eine Sache zu plündern, die man die ganze Zeit im Spiel gesehen hat, hier oben herum, aber nie richtig hingekommen ist. Nämlich noch mehr glitzerndes Titanit und ein Duftzweig. Yay. Das hier gehört nicht direkt zum Gebiet. Man kann zwar reingucken, aber kommt nicht rein. Und da wir hier nicht zurückkommen, benutzen wir mal einen Heimkehrknochen. So. Also am Königstor in Schloss Dragonlick will ich nicht weiter. Und hier an dem Königstor kommen wir noch nicht weiter. Also bleibt für uns nur noch ein Königstor offen. Aber bevor wir an das Königstor gehen, will ich erstmal die andere Sache zu Ende bringen, die uns noch fehlt. Dumm, die dumm. Nee, halt. Dazu muss ich erst einmal hier oben. Zur Pyromantie-Lehrerin. Hallo again. Und die Flamme auf Maximum bringen. Jetzt habe ich keine mehr zum Verstärken. So. Bearer of the until. Dann können wir mal aufsteigen. So. Wir haben jetzt einen dritten Zauberslot. Was gut ist. Dann kann ich dort nämlich erst einmal... Muss ich aus der Gegenstandskiste wieder rausholen. Mist. Ja, muss ich erst einmal kaufen. Hehehe. I'm glad to... Gegenstand kaufen. Nämlich Blitzschweiß. I'm always... So. Und jetzt können wir zurück zu ins Eisenschloss. So, erstmal nach hier. Denn hier haben wir schon mal zwei Gegenstände. Die Glocke kann mal raus. Oh, ich habe Blitzschweiß jetzt nicht eingestimmt. Kann ich aber ganz schnell machen. So, dann wechseln wir zu Blitzschweiß. Und wenn wir das da reinpacken, ich mag es am besten zweimal rein. Wow, da verbrennen wir immer noch zu sehr. Gut. Das heißt, ich muss auch die Rüstung des Schmelzerdämons wieder rausholen. Denn hier brauchen wir die Rüstung jetzt. Auch wenn sie uns irre langsam macht. Sie erhöht unseren Feuerbonus gewaltig. Dich wieder anziehen. Flammenquarzring anziehen. Also alles, was irgendwie Feuer macht. Auch wenn wir dadurch komisch aussehen. So. Haben wir schon mal das geschafft. Und da ich nicht die ganze Zeit so rumlaufen will, ziehe ich mich jetzt erst einmal wieder um. So. Da müssen wir uns durch die Alone-Ritter durchkämpfen. Hier kurz. Weil da drüben ist der nächste Gegenstand zu plündern. So, komm du mal da runter.
So, dein Freund kommt auch gleich. So. Jetzt fehlst noch du. So, das war's mit den Alone-Rittern hier erstmal. So, Blitzschweiß ist abgelaufen. Ich will zu den Urnen hier oben. Bei den Urnen ist noch Wasser drin. So. Schild kann ich, glaube ich, ablegen. So, Blitzschweiß an. Und dann hier durchrollen. Jetzt haben wir eine super hohe Feuerresistenz kurzzeitig. Dafür brauchen wir aber noch zusätzlich das Wasser. Und damit können wir dann hier vorsichtig runter. Und wie man sieht, oben am Lebensbalken. Na. Das hier ist tricky. Wie man gerade oben an Lebensbalken gesehen hat, gehen jetzt die Lebenspunkte verdammt langsam runter durch das Wasser. Okay, Seenhaufen liegt jetzt da drüben rum. Das heißt, wir müssen nochmal die vier Ritter töten. So, erstmal dich. Dann kommt jetzt hier der nächste. Also man muss sich ein bisschen Zeit nehmen mit den Sprüngen da. Man hat ja auch die Zeit dafür. Au. Okay, wieder umziehen. Jo. Und dann geht's los. Ja, das Schmelzerdämon. Achso, ich habe vergessen, dass ich noch Blitzschweiß reinhauen muss. Ja, das Schmelzerdämon-Set gibt Feuerresistenz. Der Ring gibt Feuerresistenz. Blitzschweiß erhöht nochmal die Feuerresistenz und so weiter. So. Genau. Ein Asketenleuchtfeuer und ein Einfallspinsel gewürzt, beziehungsweise drei Asketenleuchtfeuer. Und den Weg zurück, den mache ich jetzt nicht. Ich port mich hier einfach weg. So. Gehen wir zur nächsten Stelle. Das ist okay soweit. Ja, ist alles okay. Hier muss ich wieder wechseln. Kann jetzt als nächstes im Eisenschloss zur Eisenfeuerhalle, da wo wir den Schmelzerdämon besiegt haben, reisen. Und das zigdutzendste Mal den Pursuer. So. Muss erstmal gucken, dass ich hier die Gegner ausschalte.
So. Okay, der, genau, da vor oben, da springen welche runter. Au. Nein. Das könnte böse ausgehen für mich. Nur weil ich in die falsche Richtung gerade gestochen habe. Ernsthaft? Super ernsthaft? Oh Mann. Stirb endlich. Ah, schnell was trinken. So. Stirb. Danke. Der da sollte noch weg, auf jeden Fall. Der da drüben muss nicht unbedingt weg. Wir können ja auch hier drüber über die Leiter. Wir müssen nämlich da unten zu einer Truhe. So, das heißt erstmal hier rüber hopsen. Weil hier können wir jetzt den Wahrheitsverkünder benutzen, also Pharaos Lockstone. Um hier ordentlich Wasser rauszupumpen. So. Dann wechseln wir mal wieder die Rüstung. Blitzschweiß an. Sicherheitshalber zweimal. Dann zweimal hier durchrollen. Und dann müssten wir sprinten können. So. Und hier die Truhe öffnen. So, Phönix Parma war hier drin. Und wie gerade eben auch, benutze ich einen Rückrufstein. So. Das war Nummer 3. Fehlt nur noch Nummer 4. Das heißt, wir wechseln wieder die Rüstung. Und reisen zum Igitz-Götzen, weil es von da aus... Obwohl, von hier aus ist es genauso nah eigentlich. Erstmal dich loswerden. Ich habe gewusst, dass er mich noch treffen würde. Nehmen wir mal einen Schluck. Wir können uns das ja erlauben. So, einer weg. Zweiter weg. Jetzt musst du weg. Was auch mittlerweile viel einfacher geht. Ah, eine große Titanitscherbe. So, und jetzt müssen wir hier aufräumen.